Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir haben den 8. November 2019 und es war heute Morgen so trüb. Es hat noch leicht geregnet und jetzt plötzlich kommt die Sonne hier raus. Sonne ist was Herrliches. Was nicht so herrlich ist und was mich zunehmend fertig macht, sind die Wurmhaufen. Die Wurmhaufen sind der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ich muss irgendwas gegen diese Wurmhaufen tun. Die sind ja gut, die Würmer, ja, aber wenn sie den ganzen Rasen mit kleinen Erdhäufchen übersehen, dann ist das irgendwie nicht gut. So, ich zeige euch jetzt nochmal hier die schlimmste Stelle. Ich muss jetzt mal reinziehen. Das ist. Das ist der unglaubliche Wahnsinn hier. Ich denke mal, wir müssen das ein Stück weit aushalten. Ja, heute Morgen sah der Rasen noch richtig schlecht aus. Aber es ist immer eine Frage der Perspektive und des Lichtes. Er hat einige braune Stellen. Also hier zum Beispiel und hier unter der Eiche, da hat er schon richtig braune Stellen. Und er ist auch nicht mehr so ganz dicht. Das ist die Wurzel. Eine Wurzel der Eiche. Da muss ich auch mal irgendwas gegen tun. Meine Frau hat auch mal ganz lieb gestern Laub gehakt. Am Freitag wunderbar. Ja, was ich auch leider feststellen muss, ist, die Vögel bohren immer noch Löcher. Ja, es hat sich nicht wirklich gebessert. Also heute Morgen habe ich wieder stundenlang Löcher zugetreten. Nein, nicht stundenlang, aber doch unzählige Löcher zugetreten. Das mit den Nematoden hat nicht wirklich funktioniert. Wahrscheinlich war ich doch ein bisschen zu spät dran. Jetzt Ende Oktober, diese Nematoden auszubringen. Naja, auch damit kann man leben. Das ist alles nicht so schlimm. Wichtig ist, dass der Rasen jetzt gut durch den Winter kommt, dass er hier nicht mit Blättern zugedeckt bleibt. Das ist wichtig. Das müssen wir regelmäßig machen, die Blätter runterhaken. Die ganze Eiche kommt noch runter hier. Ah, die Eiche, das ist das Letzte, was hier runterfällt. Und dann ist meistens auch der Winter da. Ja, und täglich rieselt das Laub. Okay. Was haben wir heute vor? Heute werden wir hier unser Beet noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Unser kleines Beet, da haben wir dieses Jahr Kartoffeln gepflanzt. Richtig super Kartoffeln geerntet. Schöne festkochende Kartoffeln. Große Klasse. Jetzt will ich hier noch mal durchfräsen mit der Mantis. Altes Video Mantis, das war gleich mein erstes Video, das ich hier als Rasenfreak. Ich glaube, ich habe mich noch damals ja Rasenkönig genannt. Das war keine so gute Idee. Rasenfreak ist besser. Ja, und dann will ich meinen Hänger da drauf stellen aufs Beet. Und dann sollen meine beiden Maschinen, meine beiden großen Triplex-Mäher hier hinkommen, wo der Hänger steht. Weil ich brauche Platz in der Garage. Die Garage ist sowas von zu. Und ich muss ein Auto reinstellen jetzt im Winter. Also die beiden Maschinen müssen raus. Ja, ihr könnt mal reingucken hier. Ich habe hier sehr cool so eine Abdeckung gekauft. Das ist so eine große Quad-Abdeckplane. Die passt super gut über den Toro, die passt auch nicht schlecht über den John Deere. Ja, und diese Abdeckplane, die wird hoffentlich meine Maschinen jetzt schützen, wenn ich sie da draußen stelle. Das werde ich jetzt tun. Das habe ich hier stehen. Hier steht mein Streuwagen. Hier rechts in der Ecke steht mein schöner alter Kubota Aerifizierer von Vertidrain. Kubota TR75-2. Ja, da hat der John Deere der Toro versteckt.
Dann hier unsere beiden Motorräder, die natürlich auch hier rein müssen. Dann hier hinten meine Crossmaschine, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Hier mein neuer E-Flex. Cool. Hier mein schöner John Deere Sichelmäher mit Walzenantrieb, der R54 RKB. Cooles Teil. Dann hier meine kleinen Rasenmäher. Mein modernerer Edco. Heute Ellet mit dem Kawasaki-Motor. Dann mein Stieger Mulchmäher. Hier mein alter und immer noch geliebter Edco Balmoral. Das ist immer noch ein cooles Teil. Was haben wir noch? Da oben steht mein Vertikutierer. Ja, dann. Ups. Mist. Dann haben wir hier noch den Handspindelmäher. Kannst nicht treten. Kannst nicht treten hier. Es ist total dicht. Da soll ein Auto rein. Ja, lieber Rasenfreaks, gehen wir nochmal über den Rasen rüber. Ich gehe so gerne über den Rasen rüber, was morgens schon vom Aufstehen ist. Oder abends, wenn ich nach Hause komme. Einfach total cool. Dann schaue ich mir mein Gras an, wie es so wächst. Da es wohl nicht so gut wächst, da ärgere ich mich. Was ich auch echt dieses Jahr nicht gedacht hätte, ist die Tatsache, dass ich extrem wenig Unkraut habe. Extrem. Ich habe ein einziges Mal ganz zart ein paar Klee- und Schafsgabestellen behandelt. Das war auch wirklich das alles ganz gezielt, ganz lokal, ein bisschen Klee und ein bisschen Schafgabe bekämpft, nicht flächig gesprüht. Und durch dieses viele Mähen und durch die dichte Grasnarbe kommt hier kaum Unkraut durch. Das ist super. Also Wahnsinn. So. Jetzt versuche ich mal den Hänger darauf zu schieben. Jetzt haben wir den Platz hier, um meine beiden großen Spindelmäher hinzustellen. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Nehmen wir den John Deere oder nehmen wir den Toro? Ich glaube, wir nehmen den John Deere. Den John Deere will ich übrigens verkaufen
Das hat jetzt im Herbst nicht geklappt. Im Frühjahr, so ab Februar, werde ich den John Deere nochmal reinstellen. John Deere 2500, perfekt gewartet vom Rasenfreak. Falls ihn einer doch noch haben will, 7.500 Euro, Verhandlungsbasis, Spindeln komplett neu gemacht, alle Teile nachlackiert, super Zustand, Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Also John Deere Triplex Greensmeyer mit 11 Messerspindeln, 2500, 3-Zylinder Diesel, schnurrt und läuft, 7.500 für euch. So, jetzt holen wir die Maschinen raus, erst den Toro rausholen und dann den John Deere. Ich hoffe, es springen beide an. Beim Toro bin ich sicher, dass der anspringt. Der läuft super, der springt hervorragend an. Ja, jetzt muss er draußen stehen, Johnny. Ich kann es nicht ändern. Ich brauche ein bisschen Platz in der Werkstatt. Okay, dann decke ich mir mal zu. Was für ein Regenwurm! Oh nein, ey. Das gibt's ja gar nicht hier. Ist ja unglaublich. Ein Riesenwurm. Ich hab mich schon gewundert, wo diese. Was für ein Wurm! Ist ja unglaublich, oder? Hast du schon mal so einen Regenwurm gesehen? Was darf doch wohl nicht wahr sein?